Servus Leute und herzlich willkommen hier in einem neuen Video bei Extra ETF. Mein Name ist Timo Bautzus und ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast für dich organisiert, und zwar den lieben Thomas Meyer zu Drewer. Thomas ist einer der besten und gefragtesten ETF-Experten des Landes. Er tritt regelmäßig im Fernsehen auf, insbesondere bei NTV ist er sehr häufig zu sehen. Und heute hat uns Thomas eine sehr, sehr spannende ETF-Strategie für Fortgeschrittene mitgebracht. Die wollen wir intensiv beleuchten. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit, jumpen wir direkt rein ins Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß. Hi Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Timo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema, Thomas. Du hast uns nämlich eine sehr, sehr smarte ETF-Strategie mitgebracht für Fortgeschrittene, also für Anleger, deren Depots möglicherweise auch schon ein bisschen komplexer sind oder ein bisschen mehr Komplexität bedürfen, weil die Beträge entsprechend schon da sind. Und diese Strategie besteht aus mehreren Bausteinen, aus mehreren Asset-Klassen. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt einfach mal Stück für Stück jeden einzelnen Baustein durch. Und dann zeigen wir am Ende auch noch mal eine gesamte Grafik, wo die Strategie dann schön abgebildet ist. Produkte gibt es übrigens auch. Wichtig, Leute, es ist immer nur eine Idee und Inspiration. Das ist kein Kaufbefehl und auch keine Empfehlung, dass ihr da all euer Geld reinstecken sollt. Wie gesagt, das ist alles nur ein bisschen Inspiration. Thomas, aber jetzt starten wir einfach durch, okay? Sehr gerne. Fangen wir an mit dem ersten Baustein der Strategie. Das ist nämlich der Core, der Kern. Was hast du uns da Schönes mitgebracht? Ich habe einen der Standardbausteine mitgebracht. Du hast gerade so schön gesagt, ETFs sind Bausteine, mit denen du 1, 2, 5, ganz viele, kommen wir noch drauf, ein entsprechendes Portfolio aufbauen kannst. Mhm. Einer der Klassiker ist der sogenannte MSCI World. Was steckt dahinter? Für diejenigen, die noch nicht so sehr damit vertraut sind, MSCI steht für Morgan Stanley Capital International, ist ein Indexanbieter, muss man sich vorstellen wie die deutsche Börse mit dem DAX. Der World, auch das muss man erklären, das klingt immer wie die ganze Welt, aber da gibt es eine Differenzierung. MSCI World oder MSCI Welt steht tatsächlich für 23 industrialisierte Länder, und zwar die Aktien aus diesen 23 industrialisierten Ländern. Das ist natürlich eine oft gestellte Frage, was sind das eigentlich für Länder? Und das haben wir entsprechend mitgebracht, dass einfach mal jeder die Übersicht sieht. Das ist zum einen natürlich ganz grob eingeteilt Amerika, dann ist es Europa, dann ist es natürlich Asien und dort unterschiedliche Länder. Man muss auch sagen, das hängt ein bisschen von dem Indexanbieter ab, wie das genau die Länder klassifiziert werden. Aber wenn ihr euch das insgesamt anschaut, werdet ihr sehen, dass das mehr oder weniger gleich ist, auch bei anderen Indexanbietern, die es gibt. Ja? Und damit auch entsprechend in ETFs durchaus unterschiedlich sein kann. Zum Beispiel FTSE, ne? Die haben das Äquivalent dazu zum MSCI World. Das ist ja der FTSE Developed World, heißt der. Genau. Ja. Und wir haben uns das auch vorher angeguckt, weil die Frage natürlich sofort aufkommt, was ist denn besser? Von besser kann man da gar nicht sprechen, das ist ein bisschen marktphasenabhängig, aber mehr oder minder verhalten die sich gleich. Und vielleicht darf ich das noch ergänzen, was du vorhin gesagt hast, keine Anlageempfehlung. Wir wenden uns heute natürlich an diejenigen, die langfristig investieren wollen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage zurück. Der MSCI World ist natürlich deshalb ein guter Grundbaustein, weil du über den eigenen Anlagenhorizont hinausgeht. Was meine ich eigener Anlagehorizont? Das ist in der Regel natürlich Deutschland. Wir sind hier in Deutschland, vielleicht Europa. Man nennt das auch Home Bias, also die Heimatvorliebe. Dass ich sage, naja, ich kenne halt BMW, habe ich vielleicht in der Garage stehen. Von Siemens kommt vielleicht die Küche und dann gibt es noch den einen oder anderen. Ja, vielleicht wohne ich ja auch irgendwo, wo ich mit einem Unternehmen zu tun habe, was im DAX ist. Das in der Wohnung von Vonovia zum Beispiel. Ja, ja, du hast es schön ausgesprochen. Ja, aber ist für viele so. Es gibt ja viele Berührungen. Ich könnte jetzt noch sagen, Continental, die Reifen an meinem Auto, oder an deinem Auto vielleicht. Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, vielleicht an deinem Auto. Ja. Aber da war Siemens dafür dann drin. Ja, genau. So, und so kennt man das hier. Und dann ist es natürlich wichtig, möglichst breit gestreut zu sein, möglichst weltweit anzulegen. Und dazu kann der MSCI World, oder du hast eben den FTSE World angesprochen, die können dazu dienen. Denn damit baust du dir einen Grundbaustein auf, den Kern, den du schon genannt hast, mit einem ETF auf beispielsweise den MSCI World, dann hast du rund 1508 Werte drin und damit bist du schon sehr breit gestreut. Thomas, zwei Sachen zum MSCI World. Also
Erstens, es gab mal vor 2 Jahren einen relativ großen Artikel in der SZ, der auch ziemlich viral gegangen ist, wo der MSCI World als so eine Art Schummelindex dargestellt wurde. So von wegen, ja, Etikettenschwindel, steht ja Welt drauf, ist aber gar nicht die Welt, weil wie du sagst, Industrieländer sind da ja nur drin. Wie stehst denn du dazu? Also zunächst einmal ist es für denjenigen, der anfangen will, eine gute Idee, breit gestreut. Denn jetzt gehen wir schon etwas darüber hinaus. Wie legt man denn an? Natürlich, klar ist, wenn ich jetzt geerbt habe, 100.000 Euro, dann will ich mehr, und dazu dient ja auch unsere heutige Unterhaltung, dann will ich das vielleicht auf verschiedene Bausteine aufteilen. Aber wenn ich jetzt sage, ich beginne zum Beispiel für meine eigenen Kinder, die haben Sparpläne auf einen ETF, auf den MSCI World. Warum? Weil es natürlich kleinere monatliche Raten sind, die über lange Zeit eben dazu führen können, dass du ein Vermögen aufbaust. Das ist ja das Ziel. Ja. Und da hat natürlich auch der MSCI World seine Berechtigung. Aber auch der Kritikpunkt mit Schummeln würde ich jetzt nicht so unterschreiben wollen. Man kann sicherlich darüber streiten, ob der heißen müsse MSCI World ex Schwellenländer. Aber da gibt es, da kommen wir nachher noch drauf, gibt es ja auch extra das Pendant, erwähnen wir es jetzt mal für diejenigen, die jetzt sagen, warum reden die drumherum. Das ist der MSCI Emerging Markets. Vergleichbares gibt es dann auch von FTSE, die du erwähnt hast. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Cyril Active, andere Indexanbieter, wo du dann eben die entsprechenden Schwellenländer, das Pendant, also die, man kann auch sagen, die Aktien in der nächsten Reihe hast. Ja, genau. Da ist dann zum Beispiel auch China mit drin. Da stellt sich aktuell ja auch so ein bisschen die Frage, China, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, warum sind die denn noch nicht in einem MSCI World eigentlich mit drin? Also, und glaubst du, dass das irgendwann mal stattfinden wird, dieser Shift, dass die da auch mit reinkommen? Es gibt immer wieder Aussagen dazu. Es hat auch lange gedauert, bis China überhaupt aufgenommen wurde in den MSCI Emerging Markets. Dazu muss man wissen, und das wäre sicherlich auch das Format für eine ganze Sendung, die wir vielleicht mal als Idee für euch machen können. Man muss sehen, dass China doch sehr komplex ist. Du hast die meisten unserer Zuschauer, eurer Zuschauer, die kennen natürlich Indizes wie den auf den Hang Seng, das ist der in Hongkong. Dann kennen sie natürlich den MSCI China. Ja. Aber was immer mehr im Kommen ist und was eigentlich wirklich wichtig ist, sind die sogenannten China A-Shares oder auf Deutsch A-Aktien, die Domestic, also Inlandsaktien sind, wo auch die Musik in den letzten Jahren gespielt hat, die aber für Ausländer so nicht zugänglich war. Es kommt noch eins hinzu. Diese A-Aktien profitieren auch sehr stark oder können sehr stark profitieren von dem Inlandskonsum. Das ist etwas, was in den nächsten Jahren, und das führt jetzt, und Sie es mir nach, sehen Sie es mir bitte nach, seht ihr es mir nach, die ihr zuguckt, das, um vielleicht ganz kurz ein bisschen da die Schleife zu drehen als Exkurs. Es ist natürlich so, China ist dadurch gekennzeichnet, und jetzt lassen wir mal Covid-19 außen vor, dass es stark wachsende Mittelstände gibt, dass die Ausbildung besser wird, dass sie eine hohe Zahl an jungen Leuten haben. Die jungen Leute in Schwellenländern, trifft ja nicht nur auf China zu, Brasilien trifft das Gleiche zu, auch ein Land, wo 50% der Bevölkerung unter 18 ist. Die wollen das Gleiche wie die Jugendlichen, wie deine Kinder, wie meine Kinder. Da kann man ja eine Firma direkt nennen, die Firma Apple, die schöne Geräte hat. Ja, das wollen die auch alle. Also da spielt plötzlich auch Konsum eine große Rolle. Und deshalb lohnt es sich immer, auf China zu gucken. Und sicherlich in dem, was wir hier präsentieren, auch, und das wäre der Vorschlag für eine weitere Sendung, eben auch als einen Baustein, den ich ganz bewusst wähle und mich dann auch damit beschäftige, dass natürlich ein Land wie China ein höheres Risiko hat. Ah, okay. Sehr guter Exkurs, definitiv sehr, sehr gut. Lass uns mal zum MSCI World ganz kurz zurückkehren. Also kann man insgesamt schon mal so einen Haken dran machen. Das sollte definitiv in jedem Portfolio oder in den meisten Portfolios, sagen wir es vielleicht so, eine Rolle eine spielen. Basis, eine Basis sein, genau, im Kern einfach drin sein, egal ob als Sparplan oder als Einmalanlage, hat man auf jeden Fall schon mal so zack, kann man einen Haken dran machen, oder? Ja. Okay. Man muss vielleicht noch zwei Sachen bedenken, die noch ganz wichtig sind. Der hohe US-Anteil. Der US-Anteil beträgt etwa 68%. Jetzt fragen natürlich viele, wieso ist der so hoch? Das hat mit der Konstruktion zu tun. Und die Konstruktion ist nach Marktkapitalisierung. Was steckt dahinter? Du hast eine Aktie, die hat einen Kurs. Kurs mit Aktie multipliziert ergibt jetzt vereinfacht gesagt die Marktkapitalisierung von dieser einen Aktie. Wenn du das jetzt über alle 1.508 Aktien machen würdest,
dann kommst du auf eine Marktkapitalisierung, die dem MSCI World entspricht. Mhm. Wen jetzt in den letzten Jahren, und das in den letzten 10 Jahren sind halt US-Aktien sehr stark überproportional gewachsen. Das weiß jeder von uns, der das beobachtet hat. Und deshalb ist der US-Anteil so hoch. Das ist die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist natürlich, dadurch hast du auch ein sehr hohes US-Dollar-Engagement. Du bist also sehr hoch im US-Dollar investiert. Das muss man einfach wissen. Kommen wir nachher vielleicht noch kurz drauf, was man tun kann. Vor allem diejenigen, die sagen, ja, die 68%, dann kommt Kanada noch hinzu, dann bin ich bei 70-71%. Das ist mir etwas hoch. Vielleicht noch als Anekdote am Rande. In den 80er Jahren war die USA nicht so hochgewichtet, aber Japan. Denn das war die Zeit, als es hieß, dass der Grund, auf dem der Kaiserpalast in Tokio steht, mehr wert sei oder gewesen sei damals als ganz Kalifornien mit seinen ganzen Bodenschätzen. Ja? Mhm. Also damals gab es ja, auf Neudeutsch heißt das, ein Hype um Japan. Und da war das natürlich entsprechend anders. Aber ist eben Marktkapitalisierungsgewichtung geschuldet. Ja, und da sieht man auch, dass so ein Index natürlich irgendwie ein Leben hat. Ne? Natürlich. Also marktkapitalisierungsgewichtete Indizes sowieso, weil sich da einfach die Gewichte auch mal verschieben können. Und in den Nullerjahren waren die USA in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren vor allen Dingen, also die Apples, Microsofts, Amazons dieser Welt, die sind natürlich extrem selbstverständlich, daran liegt das. Genau. Muss man wissen, genau. Also machen wir mal einen Haken dran an den MSCI World. Erster Baustein in unserer Strategie. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Asset-Klasse, die viele gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, dass es sie überhaupt gibt. Und zwar kommen wir zu den Anleihen. Dazu hast du uns aber noch eine ganz, ganz interessante Statistik mitgebracht. Denn im letzten Jahr, also im Jahr 2022, gab es einen Umstand, den es in der Finanzgeschichte nur ganz, ganz selten gab. Ja. Und zwar sind sowohl Aktien als auch Anleihen beide gleichzeitig gefallen. Und du wirst uns jetzt erklären, warum das so was Besonderes ist. Ja, das ist deshalb besonders. Und jetzt sind wir schon an dem zweiten Teil. Wie passt nämlich der MSCI World, der Kern, zu der Anleihe? Und da stellen wir mal, ich hätte ein Portfolio nur aus diesen beiden Bausteinen. Ja, dann ist das die typische Asset Allocation. Ich frage mich vorher, wie viel Prozent will ich in Aktien haben, wie viel Prozent will ich in Anleihen. Nehmen wir es mal Anleihen. Die Frage, kommen wir gleich noch zu, ist, oder sollte es besser Tagesgeld sein? Okay. Welche Funktion haben Anleihen? Anleihen laufen ruhiger, schwanken in aller Regel nicht so stark. Und deshalb beruhigen die das Portfolio. Außer, dass sie dir natürlich einen Zinsertrag liefern können, weil du sagst, ich möchte beispielsweise für die Kinder, ich möchte in Urlaub fahren, machen wir es einfach. Ja. So, und da will ich einen gewissen Zinsertrag haben. Und deshalb sind Anleihen stabilisierend in solchen Portfolios. Das funktioniert auch in der Masse der Jahre. Und wenn wir jetzt mal auf die Folie gucken, die ist etwas komplexer, ich will die ganz kurz erklären. Man sieht auf der Y-Aktie entsprechende Wertentwicklung einer festverzinslichen Anleihe. Wir haben hier genommen, unsere Kollegen vom Amundi Institute, Research Institute, haben dort die 10-jährige US Treasury, das ist die 10-jährige US-Anleihe genommen. Ja. Und auf der entsprechend horizontalen Linie, also der X-Achse, da ist die Wertentwicklung des S&P 500, also der Aktien. Das sind die beiden. Das könnte man auch machen mit deutschen Aktien und deutschen Bundesanleihen. Und dann haben die gefragt, wie haben sich die Kurse entwickelt in verschiedenen Jahren? Nämlich, und man sieht das hier, von 1921 bis 1940 und so weiter, immer in solchen Zeiträumen. Wie war der Zusammenhang? Wie hat sich in diesen Jahren jeweils die Anleihe entwickelt? Und wie hat sich die Aktie entwickelt? Und vor dem, was wir zuvor gesagt haben, dass Anleihen diesen Auftrag haben, diesen Zweck erfüllen können, das Portfolio zu stabilisieren, also für etwas Ruhe im Portfolio zu sorgen, wird in den meisten Jahren erfüllt. Aber es gibt über 100 Jahre haben die das gemacht, also zurück bis 1921. Und da sieht man klar, es gab 3 Jahre, wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Das war 1931, das war 1969 und im vergangenen Jahr 2022. Da haben also viele, die auf Anleihen gesetzt haben, erlebt, dass sowohl die Aktien gefallen sind, -12%, -20% und eben Anleihen auch entsprechend Wert verloren haben. Das muss man sagen und das zeigt dieses Bild. Ja. Jetzt natürlich,
wird mancher, der uns heute zuschaut, sagen, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich kaufe mir die 10-jährige Bundesanleihe, zurzeit kriege ich da einen Coupon von 1,7%. Ja. Und in 10 Jahren, nehmen wir an, die wäre heute aufgelegt worden, ja, in 9 Jahren wahrscheinlich, das war letztes Jahr schon, in 9 Jahren bekomme ich doch meine 100 zurück, oder stimmt das etwa nicht? Ja, das stimmt. Aber, und da ist der springende Punkt, und der bringt uns gleich auch zu deiner Frage, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Zins, mhm, und eben dem Kurs einer Anleihe. Mhm. Und Anleihen schwanken, die 10-jährige Bundesanleihe schwankt. Wenn ich mir diese ins Portfolio lege und sage, mir reicht das, was ich als Coupon bekomme, dann bekomme ich 10 Jahre die 1,7%. Hätte ich sie zu 100 gekauft, würde ich also jedes Jahr 1,70 Euro bekommen, über 10 Jahre. Und zum Schluss kriege ich die 100 zurück. Ja, wir lassen jetzt mal Steuereffekte und Kosten natürlich, ja, ja, wie immer in unseren Betrachtungen außen vor. Genau. Hätte ich sie aber zwischendurch verkaufen müssen, vielleicht weil ich sage, ich brauche jetzt das Geld, ja, Auto, ist irgendwas am Auto, ja, brauch unbedingt das Geld, oder am Haus, brauche vielleicht eine Wärmepumpe. Ja. So, hättest du sie dann zwischendurch verkauft, hättest du gesehen, dass eben doch eine Anleihe täglich schwankt, mhm, nämlich im Wert. Und das hängt davon ab, ob nun der Zins steigt oder fällt. Und das haben wir auch in einer einfachen Grafik, mhm, ja, mitgebracht. Nochmal den Zusammenhang. Immer wenn Zinsen steigen, fallen entsprechend die Kurse der Anleihen. Bei Staatsanleihen sieht man das besonders gut. Man sieht, der Zusammenhang gilt für alle Anleihen. Mhm. Ob es nun Corporates, also Unternehmensanleihen sind. Staatsanleihen, die haben die meisten, sieht man es besonders gut. Ja. Und eben umgekehrt. Und jetzt im letzten Jahr, deine Frage, ist Folgendes passiert. Aufgrund natürlich des unsäglichen Ukraine-Kriegs, der ja leider noch anhält, aufgrund der hohen Inflation, haben sich dann irgendwann die Zentralbanken, nämlich im Sommer, im Herbst, entschlossen, die Zinsen zu erhöhen. Mhm. Nach etwa 10 Jahren die EZB zum ersten Mal, die amerikanische Fed, die amerikanische Zentralbank, Federal Reserve System, daher immer die Abkürzung Fed, mhm, hat das schon vorher gemacht. Und wir sind ja jetzt momentan, gerade gestern passiert, sind wir in Europa bei einem Leitzins, der also so die Zins vorgibt, von 2,5% nach einer Erhöhung um 0,5%. Letzte Erhöhung war am 14. Dezember vergangenen Jahres. Und in den Vereinigten Staaten, die haben immer so eine Zielgröße, liegt man zwischen 4,5 und 4,75%. Das hat dazu geführt, dass natürlich die Zinsen gestiegen sind. Ja. Wie vorhin schon erklärt, die Kurse zurückgekommen sind. Aber jetzt, der Anleihen. Der Anleihen. So, aber jetzt und natürlich auch der Aktien, weil höhere Finanzierungskosten. Ja? Ja. So hat man beides gesehen. Jetzt kam aber noch etwas hinzu. Obwohl die Zentralbanken das getan haben, gegengesteuert haben, sind vor allen Dingen zwischen September und November 2022 die Inflationsraten weiter gestiegen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass man eben auch vor der Einschätzung, dass die Zentralbanken noch weiter, und zwar dramatisch erhöhen, dass eben überproportional verglichen zu vorhergehenden Jahren die Anleihenkurse gefallen sind. Mhm. Es war gut für denjenigen, der nicht investiert war, ja, mhm, der hat plötzlich höhere Zinsen bekommen. Mhm. Aber dieser Zusammenhang ist immanent wichtig und ich werde das sehr oft gefragt und das ist auch schwierig, das muss man sich auch mal, und ich hoffe, ja, die Grafik, die wir gerade zeigen, die hilft auch ein bisschen, diesen Zusammenhang noch mal zu verstehen. Ja, ja. Also definitiv, wir haben im letzten Jahr eine besondere Situation gehabt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut klar geworden. Und das Schöne ist, dass wir jetzt eine zusätzliche Asset-Klasse haben, die wir in den 10er-Jahren mal komplett außer Acht lassen konnten, ja, aber die jetzt zurückkommt, ja, und ich glaube, die in den 20er Jahren durchaus interessant sein wird, ja, für den einen oder anderen Privatanleger. Ja. Und deswegen spielt sie auch in der Strategie, die wir heute besprechen, die du uns heute vorstellst, auch eine Rolle. Anleihen. Welche Bedeutung haben Anleihen in deiner Strategie, die uns mitgebracht hast? Also im Wesentlichen sind es 3 Dinge, die für Anleihen sprechen. Das erste ist natürlich vollkommen platt und klar gesagt, ich will ein Zinseinkommen. Mhm. Deshalb suche ich mir eine Anleihe, vielleicht auch ein Festgeld, ich will auch da gar nicht drum herum reden, oder Tagesgeld, und ich habe mir das vorhin angeguckt, Festgeld kannst du bei überschaubarer Laufzeit, 2 Jahre kriegst du teilweise schon über 3%. Ja? Immer ganz wichtig für diejenigen, die es tun, gestatte mir das an dieser Stelle zu sagen, bei einer Bank, die der deutschen Einlagensicherung unterliegt oder auch der europäischen Einlagensicherung, ist ganz wichtig, das ist ja meist begrenzt auf 100.000 Euro.
Ja? Genau. Weil wir wissen natürlich, es gibt auch Länder im Osten oder ganz im Süden, die deutlich mehr bieten, die aber teilweise nicht dieser Einlagensicherung unterliegen. Ja, genau. Wäre eine Empfehlung. An dieser Stelle kann man auch eine Empfehlung, wir geben sonst keine Anlageempfehlung, aber hier kann man die Empfehlung geben. Achtet bitte drauf. Ja, definitiv. Ja? Denn für den unwahrscheinlichen Fall, dass so eine Bank dann hops geht, dann ist nämlich auch tatsächlich dein Geld, was du dann irgendwo zu 6% Festgeld oder so bekommen hast, ist dann, wäre dein Geld dann weg. Das wäre aber nicht der Fall, wenn du zum Beispiel 100.000 Euro bei einer deutschen Bank geparkt hast mit der Einlagensicherung, weil dann ist im sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall einer Pleite dein Geld trotzdem geschützt. Ja. So, das nur als kleiner Exkurs, sorry. Ja, ja, nein, nein, das ist vollkommen richtig. Ich darf vielleicht noch kurz eins draufsetzen, was Verbraucherschützer auch empfehlen. Immer mal gucken, wo sitzt diese Bank. Idealerweise, wer da ein bisschen ängstlich ist und da Sorgen hat, sollte darauf achten, dass es einen Sitz hier in Deutschland gibt. In Deutschland. Ja, das habe ich mir auch nochmal angeguckt, durfte mit einem Verbraucherschützer darüber sprechen. Fand ich nochmal eine interessante Bemerkung. Okay. Aber davon jetzt gehen wir mal speziell auf Anleihen ein. Welche Aufgabe? Die erste haben wir schon genannt. Zins natürlich. Mhm. Ich will ein Einkommen haben. Das Zweite, auch das haben wir kurz angesprochen, ist eine gewisse Stabilisierung. Denn aller Regel, und jetzt lassen wir mal das außen vor, was wir eben besprochen haben, was im letzten Jahr passiert ist, normalerweise bewegen sich Anleihen weniger stark, als das Aktien tun. Ja? Mhm. Die Volatilität, das ist ja das Fachwort, die Schwankung ist geringer. Und das stabilisiert ein Portfolio. Und deshalb haben Anleihen, der Anleihenanteil hat eigentlich den Auftrag, Ruhe zu bringen, in so ein Portfolio. Und damit kommen wir zur dritten Aufgabe. Das ist nämlich die Risikosteuerung. Ja? Mhm. Wenn ich sage, und das ist so ein Klassiker, 60%, 60-40 nennt man das, 60% Aktien, 40% festverzinsliche Titel. Ja? Kann, wie gesagt, Festgeld, Tagesgeld sein. Dann habe ich, damit steuere ich mein Risiko. Ja. Wenn jemand zum Beispiel sehr jung ist, am Anfang seines Berufseinstiegs steht und noch viele, viele Jahre vor sich hat, Jahrzehnte eigentlich, für den ist es zum Beispiel überlegenswert zu sagen, ja, ja, vielleicht mache ich doch eher 80%, 90% Aktien. Ja, muss man aber auch sagen, hängt davon ab und warne ich auch jeden, muss man sich vorstellen können, dass es eben auch starke Bewegungen, die natürlich sind, gibt. Man muss auch gut schlafen können. Nicht nur gut essen, auch gut schlafen. Es gibt so einen berühmten Börsen-Guru, Costolani. Ich hatte das Vergnügen, mehrfach mit ihm sprechen zu dürfen, als er noch lebte. Ja, er hat immer davon gesprochen, ja, gut essen. Ich sage immer, gut essen ist das eine, gut schlafen ist das andere. Also nur Risiken eingehen, mit denen ich auch leben kann. Und vor allen Dingen, mit denen ich auch solche schwierigen Zeiten wie 2022, aber auch, darf man ja nicht vergessen, 2020, nämlich vor dem 18. März, schwierige Zeiten überstehen können. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Jetzt kommt natürlich die Frage, was spielen Bond-ETFs für eine Rolle? Mhm. Denn ETFs schwanken. Ich darf das vielleicht noch mal kurz rekapitulieren. Da sind Bonds drin, da sind Anleihen drin und die werden täglich bewertet. Und damit schwankt natürlich der Wert eines ETFs. Jetzt wird mancher sagen, naja, dann kaufe ich mir doch lieber die 10-jährige Bundesanleihe, halte die durch, da habe ich die Schwankung gar nicht. Das ist schon richtig. Aber auch hier gilt natürlich, nach Möglichkeit breit diversifiziert. Also das Einfachste wäre, neben Staatsanleihen Unternehmensanleihen zu haben. Unternehmensanleihen sind manchmal nur in sehr großen Stückelungen zu haben. Und das spricht natürlich für einen ETF, den es schon für einen Anteil gibt. Bitte auf die Kosten achten, die erhoben werden. Es ist manchmal auch nicht so ganz klug, nur einen Anteil zu kaufen oder auf entsprechende Aktionen achten. Mhm. Und damit habe ich dann schon ein Bond-Portfolio. Mhm. Und das kann ich jetzt natürlich auch noch erweitern, international, wie wir das eben auch schon beim MSCI World gesehen haben. Da gibt es so einen Klassiker, die nennen sich dann Bloomberg Barclays Aggregate Index. Mhm. Da sind dann also zum Teil Staatsanleihen und Unternehmensanleihen weltweit drin. Mhm. Und so habe ich auch auf der Seite eine breite Steuerung. Da gilt natürlich auch wieder auch auf die Währung zu achten. Ja, vielfach ist das dann im US-Dollar. Ja. Da habe ich natürlich auch das Währungsrisiko. Okay. Aber das spricht eben dafür, für einen ETF. Jetzt werden ganz viele Leute möglicherweise sagen, okay, Thomas, super spannend, das mit dem Zinseinkommen, das leuchtet mir ein, aber mein passives Einkommen, das generieren bei mir ja schon meine Dividendenaktien oder meine Dividenden-ETFs. Das ist ja auch ein Einwand, der berechtigt ist, denn beides, also Anleihen generieren einen Cashflow durch den Zins, der dann ausgeschüttet wird. Da gibt es ETFs, die machen das sogar einmal im Quartal.
Ja. Andere einmal jährlich, aber so what? Ja. Also es gibt einen Einkommensstrom. Mhm. Das ist bei den Dividenden ja auch der Fall. Was würdest du denn jetzt so einem Einwand entgegnen? Ja, also zunächst einmal das Allerwichtigste ist, ich will einen Einkommensstrom. Mhm. Wie kriege ich den? Ich kriege den einmal, hast du gerade gesagt, Timo, über Zins oder auch über Dividende. Mhm. Und es gab ja in den nach den 2010er, also in den 10er Jahren, das war nach dem Platzen, vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die damals noch nicht so interessiert waren. 2008 im Oktober ist die Firma Lehman pleite gegangen. Danach kam es zu einer Wirtschaftskrise. Die Zentralbanken haben sehr stark den Leitzins gesenkt und wir hatten dann Situationen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zu einer Verzinsung von -1% bei der schon häufig jetzt genannten 10-jährigen Bundesanleihe. Mhm. Aber du kriegst da natürlich einen Coupon und jetzt gehen wir mal wieder von positiven Zeiten aus. Da steht ein Coupon drauf und da muss man auch unterscheiden zwischen Zins und Rendite. Ja, da hast du zum Beispiel 1,7%. Die kriegst du, wie schon beschrieben, die nächsten 10 Jahre, wenn heute Emissionsdatum wäre, die nächsten 10 Jahre garantiert. Hm. Jetzt werden viele sagen, naja, 1,7%, ich lese doch Dividendenrenditen von 5%, von 6%, manche 8%. Ja. Hm. Der Unterschied ist, dass eine Dividende eine Gewinnausschüttung von Unternehmen ist. Mhm. Aber natürlich sind Dividenden abhängig und Gewinnausschüttung von dem Erfolg des Unternehmens. Es ist also aus meiner Sicht, auch wenn man das manchmal anders liest, ein nicht so ganz klar kalkulierbarer Einkommensstrom, wie das bei einem Zins aus einem Coupon einer festverzinslichen Anleihe kommt. Mhm. Das muss man auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite, und momentan nähern wir uns ja durch die Zinserhöhung der EZB einem Bereich an, wo die Zinsen, die Zinserträge den Dividenden, die man überlesen kann, durchaus nahe kommen. Mhm. Ja? Ja. Man kann sagen, wenn man so einen DAX hat, so im Schnitt 3,6 jetzt als Index über die Aktien, 3,6% Dividende. Ja. Aber das muss man eben klar sehen. Die Dividende ist nichts, auf was du so felsenfest bauen kannst. Mhm. Und potenziell sind auch die Kursschwankungen ein bisschen intensiver bei den Aktien, als das in der Regel, sagen wir es so, in der Regel zumindest bei den Anleihen der Fall ist. So ist das. Zumal du die Anleihe ja durchhalten kannst. Ja. Ja? Also wenn du jetzt keinen Bond-ETF aus den genannten, vorher genannten Gründen, sollte man vielleicht auch zu einem Bond-ETF greifen. Ja. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Jetzt muss man auch immer sehen, und das ist die Dividendenrendite, da würde ich, wenn du gestattest, noch mal drauf eingehen wollen. Weil man liest überall, also eigentlich liest man momentan ja zwei Sachen. Erstens, Rekorddividenden erwartet für das Jahr 2023, nämlich 55,8 Milliarden, war das Letzte, was ich gelesen habe. Ich hoffe, du auch, sonst korrigiere ich mich. Erwartet. Ganz wichtig, müsst ihr alle wissen, erwartet heißt, ich erwarte es. Das heißt nicht, es ist schon gezahlt. Mhm. Das ist der eine Punkt. Die erwartete Dividende. Dann habe ich den Kurs, das ist der aktuelle Kurs. Wenn ich dann, ich nehme mal jetzt ein fiktives Beispiel, ich erwarte 10 Euro Dividende und damit wir beides auch im Kopf nachrechnen können, ja, sage ich jetzt mal, der aktuelle Kurs ist 100, macht natürlich eine Dividendenrendite von 10%. Mhm. Jetzt muss man aber darauf achten, ich jetzt persönlich, wenn ich das habe, ist der nächste Schritt, welche Dividende kriege ich tatsächlich gezahlt? Ja, auch hier bleiben wieder Kosten und Steuern außen vor. Ja, sonst wird es jetzt zu komplex. Ist auch dann sehr individuell unterschiedlich. Also jetzt nehme mal an, ich kriege tatsächlich die 10 gezahlt. Mhm. Finde die auf meinem Konto. Vollkommen super. Jetzt kommt es aber darauf an, was ist denn der aktuelle Kurs? Der aktuelle Kurs ist immer den, zu dem ich den Wert gekauft habe. Und der kann höher sein, der kann niedriger sein. Es kann sein, dass ich diese eine Aktie schon vor Jahrzehnten gekauft habe. Ja. Und mit einem so niedrigen Kurs habe, dass ich eine gigantische Dividendenrendite habe. Ja, ja. Aber das sind eben ganz entscheidende Punkte. Die Dividendenrendite ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, was bei einem Coupon anders ist. Mhm. Und deshalb ist natürlich, es gibt ja spezielle Dividenden-ETFs, die eben auf unterschiedliche Art und Weise dividendenstarke Unternehmen herausfiltern. Ja. Und dann sagen, da habe ich eine höhere Dividendenrendite. Und das ist auch in der Tat so. Aber man muss immer die zweite Komponente auch sehen. Und das sind natürlich die Aktienkurse. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur weil Dividendenrendite draufsteht, garantiert das noch nicht, dass ich langfristig
wirklich Rendite. Und Rendite ist natürlich das, was ich am Ende, oder Wertentwicklung ist natürlich zum einen das, was ich als Dividende bekomme, aber eben auch die Kursveränderung. Mhm. Die Kursveränderung der Aktie, auf die sich das bezieht. Das wird manchmal etwas übersehen. Mhm. Und deshalb haben Dividenden-ETFs sicherlich ihre Bedeutung für jemanden, der sagt, ich will eine relativ regelmäßige Ausschüttung, unter Vorsicht vor dem, was wir gesagt haben. Aber im Umkehrschluss ist es genau das, was du am Anfang schon in der Anmoderation gesagt hast. Es ist wieder eine Beimischung, die mir helfen kann, um eine entsprechende Dividendenrendite zu erzielen. Ja. Um ein entsprechendes, Entschuldigung, Einkommen über die Dividendenrendite zu erzielen. Ja. Es ist ein Teil der Beimischung. Ein Portfolio nur daraus aufzubauen, ja, mag Gründe geben, weil ich den Einkommensstrom brauche, aber muss man eben auch sehen, dass einem womöglich ein Teil verloren geht und das ist die Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie und des breiten Aktienmarktes. Ja. In der Regel handelt es sich bei Dividendenaktien oder bei Aktien, die relativ hohe und konstante Dividenden zahlen, ja auch um Substanzwerte. Also das heißt, ja, das sind Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, die ein etabliertes Geschäftsmodell haben, die gute Cashflows generieren. Also das heißt, gesunde Unternehmen, die auch in Krisen nicht so leicht umfallen, hops gehen. Und insofern ist das ein guter weiterer Baustein. Also wir haben den MSCI World im Kern. Wir haben die Anleihen, die man also quasi variabel nochmal beimischen kann, je nach Risikoappetit oder andersherum gesagt, je nach Risikoaversion, sagen wir es so. Dann haben wir die Dividenden-ETFs, die also auch in der Strategie einen guten Baustein darstellen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Baustein über. Und zwar wären das die Emerging Markets. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Vielleicht holst du uns mal ab. Wie werden denn so Emerging Markets eigentlich klassifiziert? Ja. Was sind denn eigentlich Emerging Markets? Ja. Also Emerging Markets sind auf Deutsch Schwellenländer. Ich hatte ja schon das Beispiel MSCI, Morgan Stanley Capital International, ist ein Indexanbieter. Das sind praktisch die Aktien der zweiten Reihe. Mhm. Also Aktien oder Länder, muss man sagen, der zweiten Reihe, mit Aktien der zweiten Reihe, die also nach den, wir hatten vorhin das Beispiel der 23 industrialisierten Länder und Morgan Stanley, um mich jetzt auf den Anbieter zu konzentrieren, der bekannteste ist. Wie gesagt, du hast ja erwähnt, von FTSE gibt es das auch, es gibt es auch von Sol Active. Ja. Aber man kann sagen, im Fall von MSCI hast du 23 industrialisierte Länder, allen voran die Vereinigten Staaten. Und du hast bei den Schwellenländern, was ist vorhin schon angesprochen, China spielt eine große Rolle, hast du bei MSCI, im MSCI Emerging Markets 24 verschiedene Schwellenländer. Mhm. China ist dabei, Brasilien ist dabei, Indonesien ist dabei. Wir haben sie auf der Grafik, die ihr gerade seht, sieht man, welche 24 es sind, weil ich fand es auch mal interessant, einfach die Namen mitzubringen. Man redet sonst immer darüber, wer könnte da drin sein. Ja, da ist auch Saudi-Arabien drin, da sind die VAE für diejenigen, die sich jetzt fragen, was heißt VAE? Kennen viele natürlich als Reiseziel, aber nur zur Vorsicht, Vereinigte Arabische Emirate, also unten am Golf. Die Länder sind ganz unterschiedlich. Ja, Brasilien, gut, kennen wir, kennen die meisten vielleicht auch von Urlaubsreisen. Natürlich China kennt man aus dem Fernsehen. Der eine oder andere wird auch schon hingefahren sein, meist nach Hongkong. Es ist Singapur drin. Wir haben dort Länder, die sehr unterschiedlich sind. Es sind sowohl rohstoffreiche Länder drin, Saudi-Arabien, Brasilien natürlich an vorderster Linie, gemeinsam mit Saudi-Arabien. Es sind natürlich auch große Flächenstaaten drin. Indonesien ist ja das größte muslimische Land, besteht aus sehr, sehr vielen Inseln. Und die Frage ist natürlich immer, die sich da stellt, 1.377 Werte zurzeit dort drin. Wie ist das mit der Beimischung? Ja, wie sollte ich das jetzt in einem Portfolio unterbringen? Und momentan, gestatte mir das noch zu sagen, ist die Stimmung jetzt für das Jahr 2023 und darüber hinaus bei Analysten sehr positiv für Emerging Markets. Das hat mit der Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten zu tun. Denn davon hängen auch Emerging Markets unheimlich ab, wie sich der Zins dort entwickelt, was die Fed tut. Aber zum anderen natürlich die Öffnung von China und gerade China, starke Wirtschaftsentwicklung, vermutlich stärker als das prognostizierte vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, was jetzt die Weltwirtschaft anbetrifft, also stärkere Zahlen. Und insofern lohnt sich sicherlich ein Blick auf Emerging Markets. Was würdest du denn einfach nur so als grobe Stoßrichtung mitgeben? Zu welchem Anteil sollte man sie beimischen? Und jetzt stellt sich, also das ist die erste Frage und die zweite Frage, du könntest ja, du hast nämlich eingangs schon erwähnt, dass es auch den sogenannten MSCI All Country World gibt. Da sind ja die Industrieländer und auch die Emerging Markets sind ja schon komplett
quasi in einem Index miteinander vereint. Mhm. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, hey, Thomas, ja, warum würdest du denn das präferieren, einerseits das über den MSCI World abzubilden und dann den MSCI Emerging Markets sozusagen beizumischen, ja, wenn du es doch auch in einem einzigen Index machen kannst? Ja. Das ist eine Geschmacksfrage, muss ich sagen. Mhm. Das hängt davon ab, wie viel Aufwand ich treiben will und ob ich eine Meinung dazu habe. Mhm. Ich habe mir das gerade nochmal, und sieh es mir nach, nochmal genau angeschaut. Mhm. Es ist so, dass der MSCI ACWI, ist ein Kürzel, All Country World Index, jetzt könnte man wieder sagen, Süddeutsche Zeitung, auch ein bisschen geschummelt, ja, es gibt dann noch mehr Länder, es gibt die sogenannten Frontier Markets auch noch, die dann nach den Schwellenländern kommen. Also das sind Schwellenländer, sind ja sich entwickelnde, zu Industrieländern entwickelnde Länder und die Frontier Markets sind die, die sich dann eines Tages mal zu Schwellenländern entwickeln können. Ja. Aber du hast mit 2885 Aktien zurzeit in dem MSCI All Country World Index hast du schon eine sehr gute Abdeckung. Du hast 85% Abdeckung weltweit, vielleicht nur am Rand bemerkt, es gibt noch ein ACWI IMI, das steht für Investable Market Index. Damit hättest du 99% aller weltweit gelisteten Unternehmen, und hier sind ja gelistete Unternehmen, das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen, aller gelisteten Unternehmen enthalten. Ich habe das deshalb nochmal so gesagt, weil manchmal werde ich das auch gefragt, ja, sind denn alle deutsche Unternehmen drin? Ja, es sind natürlich in Indizes immer die Unternehmen drin, die an der Börse gehandelt sind. Ja. Es fehlen viele, gerade in der heutigen Zeit, Fintechs, die da drin sind, also Unternehmen, die erst noch kommen, oder Mittelständler, die teilweise in ihren Bereichen Weltmarktführer sind, aber nicht an der Börse notiert sind, die können da nicht drin sein. Ja, das sind dann andere Indizes, Private Equity Indizes, aber das ist ja auch heute nicht das Thema, weil wir uns über handelbare Indizes, ETFs unterhalten, die eben auf handelbaren Indizes beruhen. Mhm. Und in der Tat, wenn man sich dann die Zahlen anguckt, der Anteil der USA, ja, das war jetzt nicht unmittelbar deine Frage, aber ist auch in dem All Country World relativ hoch mit 60%. Das muss man einfach wissen. Wir haben dann den Schwellenländeranteil von 11%. Ja. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, das ist ein natürlicher Schwellenländeranteil. Warum ein natürlicher Schwellenländeranteil? Marktkapitalisierung. Ja. Das bildet die Marktkapitalisierung der Schwellenländer innerhalb eines Konstrukts ab, was aus 23 plus 24, 47 Ländern, Industrie- und Entwicklungsländern, Schwellenländern besteht. Mhm. Das kann man als natürlich hinnehmen. Kauft man sich ein ETF da drauf, hat man Schwellenländer drin, ist noch breiter diversifiziert, kann von dem Aufschwung der Schwellenländer profitieren. Frage habe ich neulich auch bekommen, was ist aber, wenn Schwellenländer bedeutender werden? Das ist dann der Vorteil der Marktkapitalisierung. Also wenn der US-Markt zurückkäme und jetzt Emerging Markets stark ansteigen, dann wird auch dieser Anteil ansteigen. Kurse steigen, nochmal zur Erinnerung, Anzahl der ausstehenden Aktien mal Kurs. Wenn der Kurs dann steigt, dann hast du einfach ein höheres Gewicht. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt haben wir schon die anderen beiden angesprochen und das war eine sehr gute Frage natürlich von dir. Wie sollte ich das machen? Ja, da gibt es verschiedenste Untersuchungen zu. Es gibt zum Beispiel so Richtschnuren, ja, die sagen, ja, man sollte einen Anteil haben von 25% von Schwellenländern. Der Grund, wie vorhin schon einmal angesprochen, auch in den Schwellenländern, in den meisten Schwellenländern gibt es zunehmend Mittelstand, gibt es viele junge Leute, die die gleichen Produkte, die aus der gleichen Flasche mit dem schwarzen Inhalt trinken, ja, die das gleiche Telefon benutzen wollen. Kakao meinte ich. Unsere Kinder. Kakao meinte ich, ja, genau. Ja, und ich sehe, wir verstehen uns. Ja, ja. Und das führt dazu, dass der Konsum natürlich zunimmt. Ja, es nimmt auch Bildung zu. Ja, und insgesamt ist natürlich die Frage, ob das nicht etwas höher gewichtet sein sollte, ist natürlich pflegeintensiver, weil ich selbst mir eine Meinung dazu bilden muss. Ja, definitiv. Aber wenn ich das nur sage, ich will möglichst breit aufgestellt sein, ist dann All-Country-World-Index sicherlich die richtige Wahl, weil er eben den Schwellenländeranteil drin hat. Stellt sich natürlich noch die Frage, möchte ich das gerne haben? Die gibt es ja auch inzwischen auf Nachhaltigkeit. Ja, das ist ja ein großes Thema, auch für viele eurer Zuschauer, unserer Zuschauer, für viele unserer Kunden ist das ein großes Thema. Das gibt es natürlich alles auch nachhaltig, wo es dann gewisse Ausschlüsse gibt. Ja. Ich würde noch einmal kurz ergänzend mit dazufügen, bevor wir auf die nächste Asset-Klasse zu sprechen kommen, Thomas. Also bei dem All-Country-World
ist das Mischverhältnis Industrie und Emerging Markets also quasi schon im Index selber quasi vorgegeben. Und so, wie du es jetzt machst, also MSCI World und die Emerging Markets beimischen, hast du halt die Möglichkeit, das einfach individueller zu gestalten. Richtig. Also zum Beispiel zu sagen, ja, ich habe jetzt hier 10.000 Euro und davon gebe ich jetzt 5.000 Euro mal definitiv in den MSCI World und dann gucke ich mal, ja, dann nehme ich nur 2.000 Euro und gebe die dann in den MSCI Emerging Markets zum Beispiel rein und den Rest dann in die anderen Asset-Klassen. So könnte man das. Ja. Ne? So bist du einfach ein bisschen flexibler. Auf jeden Fall. Genau. Vielleicht darf ich da noch was ergänzen. Mhm. Geht das auch über einen Sparplan? Ja, selbstverständlich. Ja. Indem ich zum Beispiel sagen würde, ich habe jetzt hier 200 Euro, die ich ausgeben kann. Und dann sage ich, jeden Monat gebe ich zum Beispiel 150 Euro in den MSCI World. Und alle zwei Monate, die meisten Online-Banken bieten das an oder auch Filialbanken, alle zwei Monate 50 Euro in den MSCI Emerging Markets. Und dann kann ich mir genau solche Gewichtungen auch selbst aufbauen. Genau. Und wenn du merkst, die Emerging Markets beispielsweise kriegen jetzt ganz extremen Rückenwind, dann kann man ja auch die Sparraten einfach ein bisschen shiften. Natürlich. Das ist dann auf flexibel auch möglich. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ein bisschen was aus dem MSCI World in den Emerging Markets beispielsweise beigeben. Und so. Man sollte langfristig dabei bleiben. Genau. Das ist gerade für Emerging Markets, Entwicklungsländer, Schwellenländer, die entwickeln sich auch weiter. Man sieht das am Beispiel von China. Das vielleicht abschließend gesagt, ein Anteil von 32% aktuell in dem MSCI Emerging Markets hat. Brasilien als Vergleich 5%. Und ein Land, was ja in den letzten Wochen auch immer mehr genannt wurde, ist Indien mit 14%. 14%, ja. Indien ist definitiv ein spannendes Thema. Generell Schwellenländer sind ein spannendes Thema, wo man mit Sicherheit auch noch mal ein eigenes Video machen könnte. Sehr gerne. Also jederzeit, Thomas. Gehen wir rüber zum nächsten Aspekt, nämlich den Themen ETFs. Mhm. Also das heißt, thematische Konzepte oder bestimmte Branchen, die einen gewissen Rückenwind haben, einfach auch noch mal mit reingeben. Jetzt kommen viele, also es gibt einige ETF-Anleger, die sagen, ja, ich mache Welt-ETFs und sonst nichts. Und der Rest ist eine Branchenwette. Da, ja, ich finde diesen Begriff Branchenwette immer so ein bisschen despektierlich und ehrlicherweise auch ein bisschen schwierig. Also ich denke, es gibt schon gute Gründe dafür, auch mal ein thematisches Investment mit beizumischen. Aber vielleicht gehen wir einfach mal ein. Ja. Themen-ETFs, warum macht das Sinn und hast du auch gute Ideen mitgebracht? Timo, Themen fängt an wie Timo, mein Lieblingsbuch. Thomas, zufällig fällt mir genau. Mein Lieblingsbuchstabe. Ja. Du hast eine Steilvorlage insofern gegeben. Vielleicht sollten wir ganz kurz drüber sprechen. Ja. Was ist der Unterschied? Oder du hast zwei Steilvorlagen gegeben. Themen. Du hast Branche und Themen. Das ist nochmal ein Unterschied. Was ist der Unterschied? Branche, wie der Name schon sagt, oder Sektor, das liest man meist. Ich investiere zum Beispiel in Healthcare, also Gesundheitssektor. Dann gewichte ich den zu einer gewissen Phase über, ja, meistens Zeiten, die schwieriger werden, weil es als nicht zyklisch gilt. Nicht zyklisch heißt, Gesundheit brauchen wir immer jetzt nicht nur du und ich und natürlich unsere Zuschauer, sondern den Gesundheitssektor, sprich der Firmen wie Fresenius brauchen wir immer. Ja. Dann gibt es daneben natürlich auch zyklische, ja, Automobilsektor ist ein zyklischer, ist immer stark davon abhängig, wie viel Geld letztendlich auch in Autos investiert wird. Habe ich das Geld, bin ich eher sparsam? Wir haben ja gesehen, Unsicherheit, die momentan ist schwieriger, natürlich für Automobilhersteller. Das sind Sektoren, abgegrenzt. Dazu gibt es dann auch häufig als Strategie Sektorrotation. Ich gehe, um es ganz einfach zu machen, aus zyklischem raus, weil ich glaube, der Aufschwung nimmt wieder zu. Gehe aus nicht zyklischem raus, gehe in zyklische rein und umgekehrt, wenn ich eine Rezession kommen sehe, dann eher Lebensmittel und dergleichen. Thematische Investments gehen über diese einzelnen Sektor hinaus und betrachten wirklich Schwerpunktfelder. Und natürlich eins, was ihr jetzt gerade seht auf der Grafik, ist Digitalisierung. Das ist ja das Thema der letzten drei Jahre, wenn ich es mal persönlich sagen darf. Also eigentlich finde ich seit Sommer 2020. Warum? Weil die Schule, öffentliche Schule, wo unsere Kinder sind, da hat jedes Kind ein iPad bekommen. Ja, das hat der Förderverein beschafft. Das war gut. Und das war so ein Beispiel für mich, wie Digitalisierung voranschreitet. Auch viele vielleicht von unseren etwas älteren Zuschauern haben mittlerweile ein iPad. Ja, ich kann das auch an den Anfragen, die wir immer wieder bekommen, erkennen. Wir erhalten weniger geschriebene Briefe, sondern meist auch von älteren geschätzten Kunden mittlerweile E-Mails. Vor allem interessant finde ich, wenn ich selbst einen Brief schreiben sage, möchte ich aber meine E-Mail-Adresse zurückhaben. So, Digitalisierung. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, da steckt mehr dahinter. Das hat ja viele Facetten. Ja? Und hier habe ich noch mal eine Grafik mitgebracht und die ist dann auch benannt.
Themen der Zukunft. Was sind denn Themen der Zukunft? Da kann man sich jetzt stundenlang drüber streiten. Mhm. Was sicherlich sehr aktuell ist, ist Artificial Intelligence, KI, auf Englisch AI. ChatGPT ist ja momentan in aller Munde. Also das künstliche Intelligenz, kann künstliche Intelligenz Texte schreiben. Ja? Ja. Viel wichtiger in den Schulen natürlich, fällt das auch meinem Lehrer auf, dass ich vielleicht nicht ganz selbst das so gemacht habe. Ja, da, das geht ja momentan in ein ganz aktuelles Thema. Aber es gibt natürlich auch andere große Themen. Dazu gehört Smart Cities. Smart Cities oder intelligente Städte. Ich meine, wir stehen hier in München. Ja, uns hat wunderbar heute Morgen geklappt, hier zu euch zu kommen. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Aber natürlich hat auch eine Stadt wie München Probleme Verkehrsführung, ja, Probleme der Zukunft. Also da ist sicherlich die Smart City gefordert, bis hin zum Verlegen Glasfaserkabel. Da, wo wir wohnen, gibt es jetzt einen großen Ring zwischen verschiedenen Schulen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit Glasfaser. Sieht also jeder, bis hin tatsächlich zu etwas Vorwarnung bei Überschwemmung. Ja, das hat ja nach der Ahrtal-Katastrophe hat das stark zugenommen, gehört auch zu diesem Faktor Smart City. Und man kann jetzt darüber streiten, was alles Zukunftsthemen sind. Und hier vielleicht nochmal eine Gesamtübersicht, wo wir glauben, dass sich das einsortiert. Ganz klar, Future Mobility, Zukunft des Fahrens, geht über das Fahren hinaus. Da kommt natürlich dann auch noch, und da sieht man, warum es über verschiedene Sektoren, deine Frage von vorhin, über verschiedene Sektoren hinweg geht. Weil es ist ja nicht nur Automobilbau, traditionell, sondern es geht über vernetztes Fahren. Ja? Ganz ideal, du buchst heute deine Zugfahrt und dann kriegst du die Vernetzung so hin, dass du an deinem Ziel, irgendwo im Ländlichen, hast du dein Elektroauto bis hin zum Elektroorler. Ja, all die Verbindung. Dazu kommen auch Speicherkapazitäten, ja ganz wichtig, was ja momentan auch Elektromobilität immer noch ein bisschen behindert. Einmal das Aufladen, aber vor allem die Speicherkapazität, also die Batteriekapazität. Das hast du auch in anderen Bereichen. Ja, Disruption. Disruption klingt immer so schlimm, verändert ganze Branchen. Disruption, wo du einfach auch Dinge ganz neu gedacht werden. Ein Beispiel dafür ist das Internet der Dinge, wo sich also auch Dinge, Maschinen untereinander vernetzen. Künstliche Intelligenz spielt da wieder eine Rolle. Für mich immer ein lebendes Beispiel, was viele auch leicht nachvollziehen können. Geh mal 10 Jahre zurück. Auf Veranstaltungen war es dann der Hit, wenn an einem Stand du dich scannen lassen konntest und dann wurde aus dir ein 3D-Modell gemacht. Mhm. Das war ganz selten. Ja, das mussten dann wirklich Ehrengäste sein, weil es irre teuer war. Mhm. Aber heute bekommst du das in guter Qualität, selbst schon beim Discounter, so ein 3D-Drucker. Mhm. Ganze Häuser kommen daraus. Ja? Also das hat sich weiterentwickelt. Das ist die Digitalisierung. Und das ist, wie man hier sieht, die Zukunftsthemen, die es in verschiedensten Bereichen gibt. Sicherlich am bekanntesten Future Mobility. Mhm. Was dabei wichtig? Ein langer Anlagehorizont. Mhm. Weil im Grunde genommen werden die Apples von morgen dort gesucht. Ja, ja. Und wenn man da in die Tiefe geht, siehst du auch, dass es viele kleine Unternehmen, die Small Caps, die Mid Caps gibt. Also Unternehmen, die noch wachsen werden, Trends dann bestimmen werden. Wie gesagt, die Apples von morgen. Also um den Begriff nochmal mit aufzugreifen, vielleicht doch so ein ganz kleines bisschen Branchenwette? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ist eine Abgrenzung sicherlich zwischen Branchen und Themen. Es ist halt Themen deshalb, wie schon dargestellt, weil es eben branchenübergreifend ist. Es ist jetzt nicht mehr so einfach der Gesundheitssektor, sondern es geht auch weiter. Ja, ja, wie ist die Infrastruktur damit? Nee, das ist klar, das ist klar. Also um es nochmal quasi auf den Punkt zu bringen, bei einem Automobilhersteller-ETF oder bei einem Automobilhersteller-Index sind dann also die BMWs, Mercedes, auch Teslas dieser Welt dann einfach mit drin. Ja, Porsche. Aber, genau, Porsche. Wenn du jetzt aber Future of Mobility hast, dann hast du da auch die ganzen Batteriehersteller. Dann hast du vielleicht die Googles und Apples und möglicherweise auch die Amazon Logistik, und so weiter. Die Logistiker hast du dann da mit drin. Navida, Nvidia, richtig, richtig, ganz genau. Also all diejenigen Unternehmen, die zum Beispiel daran mitarbeiten, dass solche Autos dann auch möglicherweise autonom fahren können. Du könntest theoretischerweise auch sagen, ja, da kommen dann vielleicht auch Wasserstoffhersteller mit rein in verschiedenen Formen, weil ja zum Beispiel auch Schwerlasttransporte, Busse und so weiter dann möglicherweise auch irgendwann Wasserstoff betrieben werden. Mhm. Also das heißt, da kommen einfach sehr, sehr viele verschiedene Branchen zusammen. Und das ist ein Unterschied, als wenn man jetzt einfach nur einen reinen Hersteller hat. So, okay, das ist klar geworden. Also dann ist der Begriff Branchenwette nicht so smart oder nicht so treffend, dann müsste man eigentlich sagen, ja, das ist so eine
Zukunftswette, eine Themenwette oder so, aber kannst du mit dem Begriff Wette in dem Kontext was anfangen? Gut, ich benutze ungern Wette, weil Wette ist etwas fürs Casino. Hier reden wir von langfristigem Anlegen. Ja. Also ich würde es eher Zukunftsthemen oder Megatrends, darunter, wer das googeln will, Megatrends findet man das auch. Es ist jetzt aus meiner Sicht Investment in Zukunftsthemen, Anlegen in Zukunftsthemen. Das erfordert Zukunft, Langfristigkeit, Disziplin, dabei bleiben, aber eben auch der Glaube, deshalb auch als Beimischung, um das nochmal deutlich zu machen, der Glaube, dass ich etwas dort habe, was die Zukunft gestalten wird, Disruption, ja, deshalb auch Disruption, was die Zukunft gestalten wird, aber was jetzt noch klein ist, deshalb hatte ich eben so etwas salopp gesagt, die Apples von morgen. Apple hat ja auch sehr klein begonnen. Heute ist es ein Weltunternehmen und Apple, das ist auch deshalb ein gutes Beispiel. Viele erinnern sich nur noch daran, hätte ich mal die erste Apple-Aktie gehabt, dann wäre ich heute wahrscheinlich hundertfacher Millionär. Oder man konnte es ja auch über Microsoft lesen, aber was viele vergessen ist, Apple hat auch eine sehr volatile, eine sehr schwankungsreiche Geschichte. Der Herr Jobs, der leider zu früh verstorben ist, der hat ja auch unter Druck das Unternehmen mal verlassen müssen. Dann stand das Unternehmen durchaus vor der Pleite, vor der Übernahme. Dann ist er zurückgekommen und in der Zwischenzeit war er beim, das wissen die meisten nicht mal, beim Unternehmen, das Next heißt, gewesen. Und dann hat das ja den Aufschwung gegeben. Und vielleicht noch eine Bemerkung dazu, vor allem, wenn ich mich mit jüngeren Damen und Herren unterhalten darf, für die das iPhone ja selbstverständlich ist. Wir vergessen ja häufig, das iPhone gibt es seit wann? Seit 2007. Ja, das ist schon so integriert in unser Alltagsleben, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass das eigentlich erst seit 16, 17 Jahren Bestandteil unserer Kultur ist. Ne? Okay, also wir haben jetzt, um das mal abzuschließen, ziemlich viele Bausteine, ziemlich viele Assetklassen. Sollen wir mal jetzt gucken, was wir da alles zusammengetragen haben? Jetzt gucken wir mal, was wir draus machen. Okay, alles klar. Der Baukasten liegt bereit. Genau. Also, dann haben wir hier eine schöne Grafik. Führ uns doch einfach mal so ein bisschen hier durch, Thomas. Hier haben wir jetzt mal alles zusammengeführt. Mhm. Bekannter ist das unter dem englischsprachigen Core Satellite Strategy, Core Satellite Strategie oder auf Deutsch Kern und Satelliten. Es ist übrigens eine sehr bekannte, sehr beliebte und sehr häufig auch bei Großkunden verwendete Strategie. In der Mitte, und da fügt sich das ja auch zusammen, in der Mitte haben wir den Aktien-ETF, entweder, wie wir schon gezeigt haben, auf Welt. Wir kommen gleich noch, warum da Europa drin steht. Das ist das Grundgerüst, zusammen mit den Anleihen, die wir vorhin beschrieben hatten. Ziel von dem Kern ist, langfristig ein stabiles Risiko-Ertragsprofil darzustellen. Also, dass du langfristig ansehnliche Renditen erzielen kannst. Mhm. Wenn ich sage ansehnlich, jeden Tag 30% ist schön, eher unrealistisch. Ja, aber es gibt Untersuchungen, dass du über lange Zeiträume pro Jahr 7%, 8% erzielen kannst. Immer alles vor Kosten und Steuern. Natürlich muss man sagen, haben wir im letzten Jahr gesehen, kann stark schwanken. Warum steht ja Europa, bevor ich auf Anleihe-ETFs komme? Das hatten wir vorhin beide schon mal ganz kurz angetextet, dass du eben den hohen US-Anteil in einem MSCI World von 68%, mit Kanada 70%, 71%. Selbst wenn du den All-Country-World-Index nimmst, bist du ja mit Kanada bei rund 63%. Und da ist halt die Frage, ob man sagt, über einen ETF umgesetzt, investiere ich vielleicht 30% in einen MSCI World, wir sitzen ja hier in Europa, und nehme mir dann ein MSCI Europe oder einen Stoxx 600. Stoxx ist auch ein großer Indexanbieter. Und da sind die 600 größten Unternehmen hier in Europa drin. Ja? Sodass du da eine gewisse Ausgleich hast. Oder du sagst direkt, ich will breit gestreut werden, nehme den von dir schon angesprochenen S&P 500, die größten 500 Werte nach Marktkapitalisierung in den USA, füge noch Europa bei, füge vielleicht noch Japan bei. Ja? Ja, okay. Wer sagt, also da taue ich mich nicht so ganz, da will ich nicht so ganz, den US-Anteil. Dann die Anleihen haben wir ausführlich besprochen, dienen also dazu, das Risiko zu steuern in normalen Jahren. Funktionierte nicht in den drei Ausnahmejahren. Mhm. Dieses Jahr gibt es durchaus Aussicht im nächsten Jahr, dass das wieder normal funktioniert, also damit Stabilisierung angebracht wird. Mhm. Und da drumherum sind dann die verschiedenen Satelliten. Wir hatten angesprochen Themen,
Dividenden war deine spezielle Frage. Ja, interessant sicherlich für diejenigen, die sagen, ich möchte hier einen Einkommensstrom haben. Dann haben wir über Schwellenländer gesprochen. Mhm. Entweder direkt inkludiert im MSCI All Country World Index, 11%, wie gesagt, aktuell. Oder du sagst, nein, das mische ich gesondert bei 25%, ist so eine Standardlösung, die ich immer wieder oder als Antworten bekomme, auch von Anleger. Ja, will ich dabei sein? 50% gibt es auch, aber die meisten sind so 20-25%, also gar nicht so weit weg von dem, was der MSCI All Country World Index sowieso bietet. Mhm. Und dann eben drumherum Länder. Über die haben wir jetzt nicht gesprochen, spezielle Länder. Du hast kurz einmal angesprochen, man könnte ja auch China gesondert nehmen. Es gibt auch MSCI Emerging Markets ohne China. Dann hätte ich China als Land extra. Und dann habe ich eben auch die Zukunftsthemen. Und so ergibt sich das wie auf so Satellitenbahnen, ja, oder Planetenbahnen, ergibt sich dann ein Portfolio. Ist nur noch die Frage, wie viel sollten es sein? Da gibt es Daumenregeln, die sagen, naja, ich sollte vielleicht das übersichtlich halten, nicht vielleicht, Übersichtlichkeit ist immer wichtig, ja, sodass man sagen kann, Pi mal Daumen, 5 bis 10 ETFs reichen aus, um wirklich dies umzusetzen und sehr breit aufgestellt zu sein. Mhm. Lass uns doch einfach jetzt mal direkt einen Shift auch machen in die nächste Grafik. Da haben wir jetzt ein paar Produkte. Mhm. Wichtig, Leute, ich wiederhole es nochmal, das ist kein Kaufbefehl, auch keine Kaufempfehlung. Ihr seid selbst für eure Depots verantwortlich. Mhm. Und fairerweise muss man natürlich sagen, Thomas ist bei Amundi, deswegen sind da Amundi und Luxor ETFs drin. Ihr könnt das natürlich auch mit ETFs von jedem anderen Anbieter in der Theorie abbilden. So, das nur fairerweise noch einmal mit natürlich gesagt. Natürlich, ne? Das gehört dazu. Von mir noch eine Ergänzung. Ihr seht ja rechts oben dort nochmal den Zusammenhang. Und was ihr hier an Liste seht, und du hast so schön gesagt, Timo, ist es keine Anlageempfehlung, um das nochmal zu unterstreichen, sondern das ist eine Auswahl von ETFs, mit denen man das umsetzen könnte, was wir jetzt besprochen haben, wenn es euch gefällt, wenn es dir gefällt. Ja. Und da haben wir eben zum einen natürlich den MSCI ACWI All Country World Index, über den wir ausführlich gesprochen haben. Ich habe mir auch erlaubt, hier aufzunehmen, das Pendant auf der Nachhaltigkeitsseite, ja, was auch mal ein wichtiger Punkt ist, weil es viele interessiert, weil es einfach auch wichtig ist, der Klimaschutz, auch eben Unternehmen zu unterstützen, die in der Transformation sind und Richtung Klimaziel 2050 zu arbeiten. Aber ihr seht eben auch die Möglichkeit, dort mit einem Stock 600, das eben angesprochene, also noch breiter diversifiziert zu sein und ein bisschen dieses Übergewicht von den USA rauszunehmen. Ja. Was vielleicht Anleihen wird jetzt den einen oder anderen wundern, das ist auch eine große Anzahl von Anleihen. Es ist zum einen Corporates, darüber hatten wir gesprochen, wenn jemand sagt, er möchte gerne Unternehmensanleihen, weil Unternehmensanleihen häufig eine etwas höhere Verzinsung bieten können. Wie gesagt, auch da ist Vorsicht, da schwanken die Kurse. Hängt auch immer davon ab, von der Bonität des Unternehmens. Ja, hat man ein erhöhtes Risiko, deshalb gibt es auch einen höheren Ertrag, weil deshalb ist die Aussicht auf Ertrag auch höher. Aber was hier auch zu finden ist, einfach mal, damit ihr es gesehen habt, ist ein Global Emerging Markets Bond ETF. Das ist also praktisch das, was wir jetzt auf der Aktienseite hatten, auf der Rentenseite, auf der festverzinslichen Seite, weil auch dort kann es höhere Erträge geben. Mhm. Und mit diesen, mit einer Auswahl davon, das sind jetzt etwas mehr als die beschriebenen 5 bis 10 als Lösung, kann man sicherlich das eine oder andere umsetzen und vor allen Dingen aber ein stabiles Portfolio bauen. Und ich glaube, das ist wichtig, ja, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung jetzt. Es muss auf der einen Seite einen stabilen Kern haben und breit gestreut, weil nur so kommt man durch die Stürme an den Börsen, die wir letztes Jahr hatten, die auch sicherlich dieses Jahr noch weitergehen werden. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, es bleibt übersichtlich. Auch das ist wichtig, damit ich mich nicht komplett verzettle und gar keine Übersicht mehr habe. Und wenn man dann noch zusätzlich sich vorher die Grundfragen gestellt haben, wie ist mein Anlagehorizont, welches Risiko kann ich tragen, kann ich diszipliniert das durchhalten, kann ich das Geld auch etwas länger entbehren, dann hat man etwas, was wirklich durch die Stürme, die an den Börsen herrschen, die auch erforderlich sind, damit ich dann langfristig ein Vermögen aufbaue. Damit komme ich dann einfach gut durch. Thomas, ganz, ganz lieben Dank für die ganzen Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, war sehr erhellend. Schön, dass du da warst.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Jederzeit gerne. Wir haben sicherlich noch viel mehr Themen. So Leute, das war unser Gespräch mit Thomas Meyer zu Drewa von Amundi. Super spannende Strategie, die er uns da mitgebracht hat. Also ich habe da sehr, sehr viele Insights wieder mitnehmen können. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr diese Strategie fandet, die Thomas uns vorgestellt hat. Und ob ihr eventuell schon einige Bausteine aus dieser ETF-Strategie möglicherweise umsetzt in euren Portfolios. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles kommt. Also Feuer frei in den Kommentaren, ein bisschen positives Feedback bitte. Lasst auch gerne ein Like da, drückt bitte auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ihr kennt das alles. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.